Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Woche befassen wir uns mit der kritischen Medienkompetenz in der Erwachsenenbildung. In diesem ersten Video werden wir die wichtigsten Ebenen des Themas eröffnen und zentrale Perspektiven für die Erwachsenenbildung herausarbeiten. Woran denken Sie beim Begriff Medien? Sie denken jetzt vielleicht an Fernsehen, Zeitung oder vielleicht Facebook. Denken wir konkret an den Bildungskontext, fallen uns noch Bildungsmedien wie Folien, Handouts, Videos, Audiopodcasts und so weiter ein. Was haben nun alle diese Medien gemeinsam? Sie sind Übermittler von Informationen. Diese Informationen werden nach verschiedenen Kriterien vorselektiert und in den Medien spezifisch aufbereitet. Dahinter stehen immer Interessen. Informationsübermittlung mit Medien ist daher nie vollständig neutral, denn es gibt nichts Gedachtes ohne einen Denker oder eine Denkerin dahinter. Auch von den Nutzerinnen werden Informationen nicht nur passiv aufgenommen, sondern aktiv interpretiert. Und das natürlich nicht von allen in gleicher Weise. Dazu kommt, dass sich durch die Möglichkeiten der Digitalisierung die Mediennutzung verändert hat. Über das Internet ist es möglich, immer und fast überall Zugriff auf Informationen zu haben und über soziale Netzwerke kann man Informationen verbreiten oder mit anderen kommunizieren. Man kann selbst recht einfach digitale Medien erstellen und vielen Menschen zur Verfügung stellen. Zum Beispiel können wir ein Video von uns aufnehmen, es online stellen und andere teilen es. Das zeigt eines ganz deutlich. Wir sind immer Medienhandelnde, egal wo und wie wir es gerade mit Medien zu tun haben. In der alltäglichen Arbeit in der Erwachsenenbildung wird das unmittelbar deutlich, denn wir und unsere Teilnehmerinnen beziehen unsere Informationen aus Medien. Wir nutzen soziale Netzwerke. Wir analysieren und rezipieren Medien. Wir gestalten diese auch. Und indem wir diese gestalten, gestalten wir auch ein Stück weit unsere Realität mit. Wir stehen als Erwachsenenbildnerinnen nun vor der Aufgabe, die eigene Medienkompetenz in der Lehre zu entwickeln. Das heißt, kompetent Medien handeln zu können und dieses Handeln auch zu reflektieren. Andererseits ist Medienkompetenz Inhalt von Bildungsveranstaltungen. Also, es wird Wissen vermittelt, wie man medienkompetent anwendet. Darunter fällt auch das gemeinsame reflexive Arbeiten mit Teilnehmerinnen in Bezug auf Nutzung und Bedeutung von Medien. Was ist nun Medienkompetenz genau? Nun, es gibt natürlich verschiedenste Definitionen mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Einmal steht der individuelle Aspekt im Vordergrund, einmal die gesellschaftliche Relevanz. Klar ist jedenfalls, dass im Zuge der Digitalisierung die Medienkompetenz immer umfassender gedacht werden muss. Der IBMOG Plus als Kurs orientiert sich im Verständnis von Medienkompetenz an der WBA. Diese versteht Medienkompetenz für Erwachsenenbildnerinnen einerseits als Reflexions- und andererseits als Anwendungskompetenz. Unter den Anwendungsaspekt fällt die Mediengestaltung, also dass man als Erwachsenenbildnerin passende Medien für die Zielgruppe und für bestimmte Inhalte erstellen kann. Der zweite Punkt wäre die Mediennutzung. Also das Wissen, wie man welche Medien am besten in Lehr-Lernsituationen einsetzt und wie man Medien richtig nutzt. Das beinhaltet zum Beispiel Wissen darüber, wie man sich in sozialen Netzwerken verhält. Unter den Reflexionsaspekt fallen ethische und rechtliche Aspekte der Mediennutzung, wie man also zum Beispiel mit personenbezogenen Daten umgeht oder wie man das Urheberinnenrecht achtet. Außerdem muss man wissen, wie man seriöse Informationen recherchiert und wie man seriöse von unseriösen unterscheidet. Weiters ist wichtig, dass Erwachsenenbildnerinnen ihre eigene Mediennutzung reflektieren können, also dass sie zum Beispiel kritisch analysieren, was die von ihnen ausgewählten oder produzierten Medien transportieren und wie sie sich selbst in sozialen Netzwerken verhalten. Dazu müssen Sie auch die spezifischen Herausforderungen im Zusammenhang mit digitalen Medien kennen, zum Beispiel was Fake News sind und wie man mit ihnen umgeht. Wir befassen uns in unserem Modul
ja explizit mit kritischer Medienkompetenz. Was ist nun genau das Kritische daran? Wir möchten damit betonen, dass es beim Medienhandeln in der Erwachsenenbildung darauf ankommt, genau hinzuschauen. Wer sagt was, in welchem Kontext und warum? Oder welche Vorstellungen werden von einem Medium transportiert? Dazu gehört ein gewisses mediales Kontextwissen, denn auch individuelles Medienhandeln findet nicht im isolierten Raum statt. Wir betonen also den gesellschaftlich-politischen Aspekt von Medienhandeln. Medien haben immer eine soziale Dynamik und gerade Massenmedien waren schon immer Grundlage politischer Meinungsbildung. Genau wie gesellschaftliche Entwicklungen nun einen Einfluss auf die Mediennutzung sowie die Medienpräferenz haben, so wirken auch Veränderungen in der Medienlandschaft auf unsere Gesellschaft zurück. Weil Medien und Gesellschaft nicht zu trennen sind, gehört es eben auch zur Medienkompetenz, die Rolle der Medien für unser Zusammenleben zu reflektieren.